Heute erkläre ich euch, wieso viele von den sogenannten Haze-Sorten, vor allem die, die man hier in Deutschland auf der Straße kaufen kann, eher Gift sind als normales Cannabis. Und glaubt mir, wenn ihr selbst konsumiert, schaut dieses Video bitte unbedingt bis zum Ende. Es könnte nämlich euren Blick auf euren eigenen Konsum echt verändern. Jetzt mal wirklich. Jeder, der ein bisschen länger kifft, kennt diesen zitronig und holzig stechenden Geruch, wenn man das Tütchen öffnet. Ein Geruch, der verspricht, gleich richtig reinzuscheppern und euch ordentlich Kaffer zu machen. So riecht Haze. Nicht unbedingt ausschließlich, aber zumindest das, was man in Deutschland als Haze kennt. Warum ich keinen Bock auf dieses Haze-Zeug habe und warum auch ihr lieber die Finger davon lassen solltet, all das erfahrt ihr jetzt. Aber erstmal meine eigene Erfahrung mit dem ach so tollen Haze. Meine Erfahrung mit vielen Haze-Sorten ist, dass diese natürlich ziemlich high machen und vor allem psychoaktiv wirken. Ne? Das heißt, man merkt sehr viel vom High. Gerade deswegen ist das wohl auch, zumindest hier in Hamburg, wirklich die vorherrschende Straßensorte. Einfach weil sich stärkere Sorten natürlich besser verkaufen. Ob Amnesia Haze, Lemon Haze, Mango Haze, Silver Haze, jede dritte Sorte wird unter diesem Namen verkauft. Und ob das dann am Ende auch wirklich diese Strains sind, ist auch nochmal eine ganz andere Geschichte. In meiner Anfangszeit mit Cannabis habe ich diese Sorten tatsächlich auch noch geliebt und empfand die immer als den Shit. Weil mal ehrlich, lieber ein Gramm, der ordentlich wirkt, als ein Gramm, der mich nicht high macht, oder? Vor allem, wenn ich noch mit Freunden teilen muss. Mit der Zeit habe ich aber gemerkt, dass mir die Wirkung gerade von Haze auf lange Sicht eher schadet. Nun gut, könnte man sagen, Dauerkonsum von Cannabis schadet einem immer irgendwann, aber jeder kennt die negativen Effekte von Gras, ne? Angstgefühle, Paranoia, Herzrasen, Engegefühl, Energielosigkeit, Kurzzeitgedächtnis. Das waren tatsächlich Nebenwirkungen, die sind bei mir auch nach längerem Konsum nie aufgetreten. Erst so richtig, als ich angefangen habe, ausschließlich dieses ach so tolle Haze zu rauchen. Ja, es hat nicht mehr lange gedauert und irgendwann habe ich wirklich nur noch die negativen Effekte von Cannabis zu spüren bekommen. Vor allem, wenn ich Haze geraucht habe. Und high sein war dann immer eher unangenehm als entspannt. Und auch ein paar Freunden von mir ist es zu der Zeit tatsächlich ähnlich ergangen. Und noch dazu kam dann, dass immer mehr gestreckte Ware im Umlauf war, die mit synthetischen Cannabinoiden behandelt war und man nicht mehr wissen konnte, ob die Nebenwirkungen nun von der Haze-Flut kommen, ob man einfach zu viel raucht oder ob zwischendurch doch vielleicht sogar gestrecktes Gras dabei gewesen sein könnte. Was für mich aber zu der Zeit klar war, egal welches Haze ich geraucht habe, die negativen Effekte waren für mich immer schlimmer, als es bei Kush oder Standardsorten der Fall war. Aus Vernunft habe ich dann natürlich erstmal eine Pause eingelegt. Würde ich euch eigentlich auch empfehlen, wenn ihr sowas bei euch merkt. Weil mal ehrlich, sich nur noch scheiße zu fühlen und dazu das Risiko einzugehen, chemisches Zeug zu rauchen, war mir dann doch zu weit von den Gründen entfernt, aus denen ich mit dem ganzen Scheiß mal angefangen habe. Während meiner Pause habe ich mich dann immer mehr mit der Pflanze und der Wirkung beschäftigt, habe die Idee für den Kanal bekommen und mich eingelesen, um rauszufinden, warum es mir so ging und warum ich so ein krass überzüchtetes Super-Haze wie in Deutschland eigentlich bis heute nie in ausländischen Coffeeshops finden konnte. Ich meine, versteht mich nicht falsch, es gibt Top-Haze-Sorten mit intensiven Geruch und allem drum und dran in Coffeeshops. Nur gibt es auf dem Schwarzmarkt hier in Deutschland Haze-Sorten, die einfach so krass nach Haze schmecken und klebrig und einfach anders sind, dass es schwer zu erklären ist. Aber ich denke, jeder mit ein bisschen Erfahrung wird wissen, was ich meine. Boah. Ich hasse diese genmanipulierte Haze-Scheiße. Liegt das daran, dass die Blüten alle gestreckt sind? Sind die sonst irgendwie behandelt? Hat Deutschland einfach einen Baba-Haze? In manchen Fällen ist das bestimmt einer dieser Gründe. Jetzt erkläre ich euch aber, warum auch sauber gegrowtes, unbehandeltes Straßen-Haze in vielen Fällen um ein Vielfaches schädlicher sein kann, als so gut wie jede hochprozentige Top-Shelf-Sorte. Und dafür müsst ihr Folgendes wissen. Es gibt Ursorten von Cannabis, die früher an verschiedensten Orten auf der Welt vorkamen und sich durch ihre Genetik leicht unterscheiden. Diese Sorten produzieren unterschiedliche Terpene, Cannabinoide und weitere Eigenheiten, die am Ende über Geschmack, Wirkung und Aussehen von eurem Weed entscheiden. Über die letzten Jahrzehnte haben Züchter dann quasi mit der Genetik rumgespielt, indem sie die ursprünglichen Pflanzen miteinander gekreuzt und etliche neue Cannabis-Sorten entwickelt haben. Um die verschiedenen Cannabis-Sorten und ihre Wirkungen voneinander zu unterscheiden, haben sich über die Jahre ein paar Modelle bewährt. Man spricht zum Beispiel von Indica und Sativa Strains, unterteilt die Sorten in Kush, Skunk, Cheese und zu guter Letzt euer Baba Haze. Auch wenn diese Einteilung in Sorten zur Bestimmung der Wirkung mittlerweile ein bisschen als veraltet gilt, weil die Wirkweise von Cannabis nun mal noch komplexer ist als lange angenommen, ist das als Grundwissen gar nicht schlecht, um zu verstehen, warum ihr in vielen Fällen die Finger von eurem Klebehasen lassen solltet. Nun aber aufgepasst. Wie erwähnt, haben die ursprünglichen Cannabis-Sorten alle ihre Eigenheiten. Das Weed, was wir heute als Haze bezeichnen, stammt eigentlich vermutlich von einer Ursorte
Sorte aus Mexiko ab, die eine sehr lange Blütezeit hatte. Eine lange Blütezeit bei Cannabis bedeutete allerdings mehr Kosten und Aufwand beim Anbau, weniger Geld durch den Ertrag und natürlich auch mehr Risiko für den Dealer. Um all das zu verhindern, wurde das Haze dann irgendwann mal mit Sorten gekreuzt, die eine kürzere Blütephase haben. So entstanden dann über die Jahre perfekt anzubauende Waffen, um euch bei geringem Aufwand richtig Kaffer zu kriegen. Das Prinzip ist auch eigentlich gar nicht so schlimm und hat in den letzten Jahren in jedem Bereich der Agrarwirtschaft Anwendung gefunden und auch wirklich bei Cannabis krasse Genetiken wie die Kali-Strains hervorgebracht. Das wirkliche Problem dabei kommt erst jetzt. Tatsächlich ist die genaue Geschichte um die Entstehung von Haze nämlich ziemlich ungenau. Und man weiß gar nicht zu 100%, aus welchen Genetiken die heutigen Sorten überhaupt entstanden sind. Manch eine Quelle sagt, die Mexiko-Genetik wurde mit Colombian Gold und einer Ursorte aus Thailand gekreuzt. Und andere behaupten, es wäre eine Mischung aus Acapulco Gold und einer indischen Landrasse. Ja, bei diesen ersten Haze-Sorten ist es ja schon schwer, den Ursprung nachzuvollziehen. Und seit den 80ern wurden diese dann auch nochmal durch verschiedenste Samenbanken hundertfach mit anderen Sorten gekreuzt. Das geht so weit, dass du heute Lemon Haze in zwei verschiedenen Coffeeshops kaufen könntest und vielleicht zwei ganz unterschiedliche Sorten bekommst. Einfach weil niemand mehr durchschauen kann, aus wie vielen und schon gar nicht aus was für Genetiken das heutige Haze nun eigentlich wirklich besteht. Und jede Samenbank hat noch dazu ihre eigene Version des Strains. Und genau aus dieser Ungenauigkeit gehen heute die Probleme und Nebenwirkungen hervor, die viele durch Haze haben. Dass der Eingriff in die Genetik von Pflanzen auch seine Tücken haben kann, zeigt zum Beispiel auch eine ganz andere Pflanze, so die Sorte Lenape der Kartoffel. Eigentlich eine Kartoffelsorte, die ziemlich gut für Chips und Pommes und all mögliches geeignet war und eben auch durch Zucht entstanden ist. Das Problem, ein giftiger Stoff, der eigentlich nur im Blattgrün zur Abwehr von Schädlingen zu finden war, wurde dann irgendwann auch in der Kartoffel nachgewiesen und so war klar, sie musste vom Markt genommen werden, weil sie natürlich den Menschen dann irgendwie schadet. Ihr erinnert euch an Indica und Sativa? Haze galt immer als sehr sativa-lastige Sorte, die ein eher kopflastigeres und euphorischeres High erzeugt als andere Sorten. In all den Jahren der Züchtung von Haze wurde die Genetik dann sehr wahrscheinlich immer wieder extra mit sativa-lastigen Strains gekreuzt, um eben die Merkmale von Haze weiter rauszukitzeln. Also die starke Wirkung, den zitronigen Geruch und den intensiven Geschmack. Und auf dem internationalen Schwarzmarkt wurde dann sicher auch nochmal munter weitergekreuzt, vielleicht auch unbewusst. So lange, bis auch hier auf Deutschlands Straßen fast nur noch extrem unausgeglichen und instabile Sativa-Haze-Sorten existieren. Instabil, weil man bei dem Grow dieser Sorten nie zu 100% wissen kann, was dann am Ende nun wirklich an Geschmack und Wirkung rauskommt. Und unausgeglichen, weil vermutlich ein paar Cannabinoide und Terpene extrem stark dosiert sind, während andere Stoffe fast komplett rausgezüchtet wurden. Lasst mich das an einem Beispiel erklären. Esse ich jeden Tag einen Hamburger, dann habe ich durch das Fleisch, durch den Salat, durch die Tomaten und das Brot und die Soße eine einigermaßen ausgeglichene und vor allem verträgliche Mahlzeit. Schmeckt mir das Fleisch allerdings am besten und ich esse deswegen jeden Tag nur noch das Burger Patty, dann fehlen meinem Körper langfristig die Nährstoffe durch die anderen Zutaten, um das Fleisch überhaupt vertragen zu können. Und genauso ist das bei Haze. Habe ich nur noch Inhaltsstoffe, die ein starkes High versprechen, mag das anfangs sehr viel Spaß machen und wie der Burger Patty gut schmecken. Aber nach einer gewissen Zeit fehlt meinem Körper nun mal der Ausgleich und es kommt zu unschönen Nebenwirkungen. Und da stehen wir heute. Unendlich viele Dealer vertreiben Straßen-Haze, das dich einfach nur noch umknallt und viel schneller negative Effekte erzeugen kann. Diese Sorte hat nämlich, wie ich gezeigt habe, in vielen Fällen nichts mehr mit der ursprünglichen Pflanze zu tun, sondern ist vielmehr ein außer Kontrolle geratener Cocktail aus extrem viel Genetiken, die am Ende eher schaden als positiv zu wirken. Man könnte fast sagen, Straßenhaze ist die französische Bulldogge der Cannabisindustrie. In beiden Fällen wurde nämlich so sehr in die Natur von Menschen eingegriffen, dass am Ende etwas entsteht, was zwar funktioniert, aber trotzdem nicht ganz gesund ist. Der Unterschied ist nur, die Situation um Cannabis hätte durch eine Legalisierung lange verhindert werden können. Jetzt darf ich mich hier hinstellen und darüber aufklären, was anscheinend niemand anders weiß. Aber naja, gut, einer muss es ja tun. So, damit verabschiede ich mich dann jetzt. Vielen, vielen Dank, wenn du bis hierhin geschaut hast. Schreib mir liebend gern deine Meinung in die Kommentare und auch, was du vielleicht für Erfahrungen mit Haze gemacht hast. Muss ja nicht bei jedem so wirken wie bei mir. Und bis dahin sage ich danke fürs Einschalten, bis zum nächsten Mal und tschüss.